Wie halten Sie es mit der Wahrheit? Sie meinen, ob wir uns immer die Wahrheit sagen? Naja, also so eine kleine Notlüge kann schon mal vorkommen. Was? Du lügst mich an? Nein, natürlich nicht. Ich meine es jetzt nur theoretisch. Du meinst, wenn du mich betrügst, musst du mir das nicht sagen? Nur wenn es was Ernstes ist. Und das weiß man immer erst hinterher. Hinterher? Ja, wenn es schon vorbei ist. Sie würden sich also als offenen und toleranten Menschen bezeichnen? Ja, unbedingt. Ja, und du? Du, ich. Was? Doch zu blöd. Oh, jetzt habe ich die falsche Frage gestellt. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Sie sind großartig. Es tut mir wirklich sehr leid. Das... Der beruhigt sich schon wieder. Erzählen Sie mir was von ihm. Oh, er trinkt gerne Wein. Ich will dir was zeigen. Wer ist das? Eine Sängerin. Verblüffend. Mein Vater will, dass ich nach New York fliege. Er möchte, dass ich dort eine Frau treffe, die eine Doppelgängerin meiner Mutter zu sein scheint. Entschuldigen Sie bitte. Die waren fantastisch. Sie, Evelyn, wirklich so ähnlich? Ja, jetzt wäre sie wieder auferstanden. Hast du mit ihr gesprochen? Eigentlich nicht. Was heißt das? Wann wirst du mit ihr sprechen? Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir helfen könnten, mit Katharina in Kontakt zu treten. Unter einer Bedingung. Die wäre? Dass du die Nacht mit mir verbringst. Das ist Erpressung. Ja. Ja. Von der bösesten Art. Sie kommen hierher mit einer alten Fotografie, auf der eine Frau ist, die mir vage ähnlich sieht. Und Sie glauben damit ein Recht zu haben, in mein Leben einzugreifen? Sie kannte meine Mutter. Evelyn. Sie wusste sogar ihren Namen. Das ist schon seltsam. Was haben Sie mit meiner Mutter gemacht? Aber dann ist diese ganze Geschichte mit meinem Vater vielleicht auch eine Lüge. Wahrscheinlich. Wird sie mit dir kommen? Sie kann nicht einfach so weg. Wer ist denn dann mein Vater? Ich weiß es nicht. Wieder mal zu viel getrunken? Eben nicht. Damit Pakt geschlossen. Ich habe eine Überraschung für dich. Wer soll das sein? Sie waren ihr Geliebter. Auf die Zukunft. Auf die Vergangenheit.